Power Martha nutzt die geschenkte Zeit. Nicht nur die Fliesen, auch sich selbst hat sie wieder auf Hochglanz gebracht. Schließlich sollen nur die Möbel shabby aussehen. 2 Stunden sind noch übrig, dann gibt's die Bewertung von der Konkurrenz und auch gleich die Profi-Punkte von Marc. Auch Martha hat jetzt wieder eine Chance auf den Wochensieg und 5000 Euro. So, prima. Genau. Boah, ist aber schön geworden. Guck dir das mal an. Das wundert mich, weil wenn sie das alles kann, und sie kann es ja, also wieso macht sie das am ersten Tag nicht? Max, das ist auch immer so Sache vom Mann. Ich glaube, er wollte es auch machen. Ich glaube, er ist so ein Perfektionist, dass es sie da nicht ran... Das stimmt schon, sie hätte nicht gedurft. Ey, du durftest. Jetzt muss ich hier noch das Rollo anbringen, was ich also wahnsinnig schön finde, weil das ist nämlich genau die gleiche Farbe wie der Boden. Und die Schnur ist vielleicht jetzt nicht so wichtig, aber ist auch, passt auch noch so toll dazu, weil die auch weiß ist. Und das finde ich toll. Und dann ist es auch dann verdeckt, wenn man hinten irgendwas abstellt, Konservendosen oder so. Doppelseitiges Klebeband ist hier natürlich handwerklich fragwürdig. So, jetzt wird's spannend. Jetzt schauen wir mal, ob das hingeht, gell? So, setzen wir das hier hinten an. Hat sie es hingeklebt, oder was? Ja, sie hat es geklebt. Nee, das hält nicht. Das hält nicht. Ist auch nicht so dein Style, aber. Nee, das geht wahrscheinlich wieder runter irgendwann. Küche, Feuchtigkeit. Mein Gott. Ist doch wunderbar, oder? Prima. Prima. Bin stolz auf mich. Ha, das schaut doch gut aus. Ah ja, da hätte Walter dann doch geholfen. Wobei, Walter hätte auch 2 Stunden gebraucht für die Jalousie. Was wird das denn, wenn es fertig ist? Abstrakte Kunst? Improvisation, nicht wahr? Ich habe das hier einfach an der Schnur aufgehangen und nachdem die Schnur ja so hässlich ausschaut, habe ich das mit Alufolie verkleidet. Dann schaut es irgendwie besser aus, weil dann wiederholt sich so diese Silberfarben. Mit Alufolie. Die glitzern auch so schön wie die Fliesen. Gibt ein Kätzchen im Baumarkt, ne? Endspurt im One-Woman-Wahnsinnsprojekt. Ist Powerfrau Martha denn zufrieden mit dem Ergebnis? Doch, ich finde es nett so. Genau. Also, jetzt hole ich noch mein schönstes Teil. Der ist doch schön, der Krishna. Die Küche sah so schön aus. Nein, nicht rein. Nicht reinmachen, nicht reinmachen. Und zwar kommt der. Hierhin. Das ist der Platz, wo normalerweise der Walter sitzt. Da haben wir jetzt den Krishna. Und am Abend kann man das auch anstellen und dann leuchtet ein Licht. Dann kann man auch Wasser laufen lassen. Da müsste ich ja dauernd pinkeln. Also so auf die Schnelle und improvisationsmäßig bin ich jetzt eigentlich recht zufrieden. Also genaueres darf man, wie gesagt, nicht anschauen. Aber ich finde, man sieht schon, was wir uns als Ziel gesetzt haben. Aus der alten Butzelbude hat Martha in Eigenregie ihre Wunschwohnküche gemacht. Mit neuen Glitzerfliesen, Shabby-Stühlen und offenen Regalen. Was sagt die Konkurrenz? Sieht hammergut aus. Man sieht auch deutlich die Veränderungen. Auch die Stühle sehen gar nicht so schlecht aus, muss ich sagen. Nee. Jetzt sind die Stühle cool. Ich finde einfach, sie hat das Beste draus gemacht. Was ich stark finde, dass sie einfach da wirklich weitergemacht hat. Ja, also da das finde ich echt, einfach stark. Was sie persönlich sagt, okay, betrifft, genau. Wir haben hier gesehen, da ist jemand ausgefallen. Sie hat das alleine gerockt. Aber wir können jetzt hier nicht nur auf Mitleid gehen, denn wir sind jetzt hier, um die handwerklichen Umsetzungen zu bewerten. Das übernimmt der Profi vor Ort. Nun sind wir bei Martha und Walter. Ich bin mal gespannt, ob es Walter besser geht. Schauen wir uns mal an, wie es aussieht. Hallo, grüßt euch. Kommt rein. Stolz und inzwischen wieder ausgeruht, präsentiert Martha ihr Werk. Ah, jetzt kann ich ja endlich mal die Fliesen wirken lassen. Okay, Walter. Erstmal zu dir. Wie geht's dir? Bist fit? Ja, geht wieder einigermaßen. Es ist, was zum Stehen geht, so ist okay. Aber jetzt muss ich erstmal die handwerkliche Arbeit bewerten. Dafür bin ich hier. Als erstes nimmt Marc die Fliesen unter die Lupe. Marthas Kurs hat sie nicht vor Fehlern bewahrt. Die Fugenmasse, die hier unten ist, die hast du mit Glitzer versehen, ja? Ist richtig? Ja, die ist mit Glitzer, ist die eingemischt, ne? Ist natürlich schön. Andererseits sind die Fliesen an sich schon ein Highlight. Und lass die Fliesen Fliesen sein, lass die Fuge Fuge sein. Zusammen funktioniert es nicht mit dem Glitzer.
Der Fugenglitzer geht ohnehin optisch unter. Wenn ihr Fliesen legt, die erste Reihe Fliesen ist das A und O, die bestimmt letztendlich, wie der Verlauf der weiteren Fliesen ist. Deswegen muss die erste Reihe Fliesen in der Flucht sein, in einer einzigen Flucht, ganz wichtig. Und wenn ihr euch ein Brett spannt, wo ihr die Fliesen dagegen lehnt, und jede Fliese muss die gleiche Fuge haben, heißt Fugenkreuz hochkant reinstellen, dann bildet sich automatisch die Fuge immer weiter im gleichen Abstand, dass nicht verschiedene Abstände da sind. Ja, und dann schauen wir uns noch an, was du hier gemacht hast mit der... Okay, Fußleiste ist nur erstmal provisorisch, okay? Das provisorisch, das wird dann hingeklebt, aber die Zeit hatte ich nicht mehr. Auch zu den Küchenregalen kann der Experte nicht schweigen. Der nächste Lehrgang, den ihr zwar gemeinsam besucht, der wird sein Regalmontage und vor allen Dingen, dass es hält. Schau mal, dein Auflager. Das heißt ja nicht umsonst Auflager. Es ist ein Regal, was nicht hängt. Da gibt es Winkel für, die macht man hier dran. Ja. So. So, zack, und dann gucken die raus und dann legt man es auf. Dann hält der Winkel das Regalbrett. Vom Ansehen her gefällt es mir sehr gut, aber handwerklich ist da immer noch so ein paar Punkte, da müssen wir dran arbeiten, um das mal vorsichtig zu sagen. Fazit vom Profi-Handwerker. Also was jetzt nicht geschafft wurde, das sind ist die Regalsituation an den Wänden, damit ihr mehr Stauraum habt. Fußleisten sind noch nicht geschafft worden. Das ist halt das, was mir so ein bisschen noch fehlt. Ne? Hier zeigt es sich, wie wichtig ein Team ist. Ich verstehe, wenn jeder seine eigene Arbeit macht, aber vor sich hin wurschteln, der eine doch, der andere da. Es geht schnell in die Hose. Deswegen wird man oftmals wesentlich schneller, wenn man Hand in Hand arbeitet. Und das hat man hier gesehen bei euch. Die Fliesen hätten besser funktioniert und schneller funktioniert, wenn einer unten geblieben wäre und der andere hätte zugereicht und letztendlich die Schneidarbeiten gemacht. Wir haben unser Gütesiegel, Schraubensägen Siegen mit dabei. Ah. Ja, es ist Glitzer, es passt also auch in die Küche. Und nun bin ich gespannt, was die Konkurrenz davon hält. Also jetzt wird es schwierig, der Punktevergabe. Martha, Wahnsinn. Also extrem hart gerockt. Persönlich sind wir uns einig, hat sie die Höchstpunktzahl, aber es geht ja eigentlich um das Projekt. Und die Veränderung ist echt krass, die man dem Raum ansieht. Haben sie echt top gemacht. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Aber die Küche hat mir persönlich nicht so gefallen und fand ich jetzt sehr provisorisch. Acht Punkte. Sieben Punkte. Damit erreicht Power Martha mit ihrer Glitzerküche ganze 15 Punkte und ist auf einmal an der Spitze. Jetzt entscheidet sich, wer als Wochensieger jubeln darf. Ich habe alle Projekte gesehen, meine Profipunkte jetzt im Wochenrückblick. Los geht's mit den Temperamentvollen Claudia und Gianni. Das Dachgeschoss-Sammelsorium von Claudia und Gianni sollte aufgelöst werden und es sollte ein roter Faden her. Der des toskanischen Stils. Das haben wir nicht ganz gefunden. Wir haben zwar gesehen, dass eine Ziegelwand ruckzuck mit zwei Schrauben befestigt wird, geflammte Bretter davor sahen gut aus und wir haben auch gelernt, wie man aus einem Stück Birkenholz eine Lampe zaubert, wenn man leere Flaschen dranhängt. Das alles war nicht 100% überzeugend, aber es ist doch sehr schön geworden. Dafür gibt es von mir alles in allem verdiente 7 Profipunkte. Die aufgedrehten Eva und Max haben Hochseefeeling auf ihren Münchner Balkon geholt. Eva und Max haben diese Woche ihren vergammelten Balkon aufgemotzt. Und da beide begeisterte Segler sind, war eines klar, uns erwartet ein cooles Bootsdeck. Aber was mich noch viel mehr begeistert hat, war diese lange, detaillierte Vorbereitung vom Ingenieur Max. Denn einem Ingenieur ist nichts zu schwer. Und für die gesamte Arbeit, für die Vorbereitung, aber auch für die Umsetzung gibt's von mir 8 Profipunkte. Fehlt noch Marthas Einzelkämpferübung. Das Drama der Woche spielte sich bei Walter und Martha ab. Walter hatte Rücken und Martha musste kämpfen wie eine Löwin. Dadurch habe ich ihr herzlich gerne zwischendurch 3 Stunden mehr geschenkt, aber schauen wir uns die Details einmal an. Wenn ein Brett befestigt wird, dann sind die Halterungen niemals oben, da das Brett sonst runterfällt. Liebe Martha, da solltest du dann denken. Und das Fugenbild ist auch nicht ganz optimal geworden. Augenscheinlich sieht es ganz gut aus, aber im Detail hapert es doch noch an der Umsetzung. Trotzdem gebe ich euch dafür wohlverdiente 5 Profipunkte. Marks Profipunkte zählen doppelt. Damit kommen Claudia und Gianni auf 25, Eva und Max auf 27 und Martha auf 25 Punkte. Der Wochensieger steht fest. Mark, zur Siegerehrung bitte.
Ihr habt als Gesamtpunktzahl 27 Punkte erreicht. Okay. Cool. Ja, nicht schlecht. Mhm. Jetzt haben wir ein Problem. Und zwar 5000 Probleme. Ihr habt gewonnen. Geil! 5000 Euro für euch. Ja! Super.